doch schon mal die Personalien der anwesenden Studenten. Das ist also das legendäre Literaturinstitut, ja? Was ist los? Kein Bock heute? So hundertprozentig bin ich noch nicht wieder im Alltag angekommen. Ganz ehrlich. Du hättest deine Knastgeschichte wahrscheinlich auch lieber als Buch gelesen, als live zu erleben, oder? Vielleicht war es ganz gut, die Dinge mal von der anderen Seite zu sehen. Was genau meinst du jetzt mit anderer Seite? Nee, ganz ehrlich. Wenn du nicht selber erlebt hast, was dir da genommen wird, dann... Morgen, die Herren. Darf vielleicht noch ein Kaffee sein? Andermal. Ich würde einen nehmen, ja. Morgen, Ina. In der Sauna im Keller wurde die Leiche von Henriette Bach gefunden. Die war so eine Art Literaturwunderkind.